Jetzt mal ehrlich. Jeder halbwegs anständige Porno fängt damit an. Mit einem Blowjob. Aber die interessante Frage ist doch, ist es Genuss oder Muss? Sowohl bei Mann als auch bei Frau. Herzlich willkommen bei Schmutzig und Indiskret. Gibst du gerne Blowjobs? Nein. Kein Bock drauf oder warum nicht? Nee, ist nicht so mein Ding. Gibst du gerne Blowjobs? Ja, aber nur meinem Mann. Schon, aber das ist jetzt was, was du gerne machst oder machst du es gerne, weil ihm es gut gefällt? Nein, ich habe selber Spaß dran. Glaubst du, Frauen haben Spaß dran, Blowjobs zu geben? 50-50, ja. Was heißt 50-50? Also jedes, die eine Frau ja, die andere Frau nein. Ich sag mal 50-50. Gibst du gerne Blowjobs? Nein, definitiv nicht. Warum nicht? Weil ich eine Kiefersperre habe und meinen Mund gar nicht aufbekomme. Ernsthaft? Ernsthaft. Oh, also ist ja sozusagen ein physiologisches Problem bei dir. Wie erklärst du das Männern und wie nehmen die das auf? Die nehmen eine Scheiße auf, ehrlich und direkt, aber ich bekomme meinen Mund nicht weiter auf, der passt nicht mal mehr rein. Blowjobs, Genuss oder Muss? Genuss auf jeden Fall. Für dich? Jo. Gibst du Blowjobs? Ja. Gerne? Jo. Gibst du gerne Blowjobs? Kommt drauf an. Auf was? Auf den Mann. Okay, und inwiefern? Also, ob er dich zwingt oder? Nein, aber je nachdem. Wenn der Kerl herzlich ist, warum sollte ich dann? Ja gut, aber gehen wir mal davon aus, dass du mit ihm im Bett bist vorher. Also, ja klar, ne? Warum nicht? Ja. Hat jede deiner Sexualpartnerinnen gerne Blowjobs gegeben? ja. Aber es ist für dich kein Muss. Also die Frage ist eigentlich, Blowjob, Genuss oder Muss? Ja. Wer geleckt werden will, muss auch blasen, oder? Hört auf die Frau. Bestehst du dann drauf? Du jetzt beispielsweise? Also, ist das bei dir ein Muss? Nö. Nee. Ist aber schön, wenn es so ist. Glaubst du, dass das heutzutage immer so ein bisschen, auch durch Porno und sowas, dass das so ein bisschen zum Muss geworden ist, dass viele Frauen denken, sie müssen das machen? Ja, ich denke schon. Also gerade in den jüngeren Jahren, denke ich, haben die da so... Ja, diesen Blick hinzu, dass der Junge das unbedingt haben muss, sonst funktioniert es nicht. Also, ich denke schon. Ja. Glaubst du, Frauen geben gerne Blowjobs? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nur nie ausprobiert? Nein, nur Jungs bisher. Vielleicht haben sie sich aber auch nicht getraut zu sagen, dass sie es gar nicht gerne machen. Das könnte natürlich auch möglich sein, aber ich glaube, das hätten sie dann auch gesagt. Wenn du es könntest, würdest du? Kommt drauf an. Kommt auf den Mann drauf an? Ja. Aber gehört das für dich mit dazu? Ja, ich denke schon. Also ich finde schon. Weil? Also Vorspiel. Ja, natürlich. Also man muss ja nicht mal direkt zur Sache kommen. Und dann ist das schon mal gut, wenn man sich da ein bisschen antastet. Ja. Was ist dir denn lieber, Blowjobs geben oder Blowjobs bekommen? Bekommen. Definitiv. Gibt es Männer, die explizit gerne Blowjobs geben und keine bekommen? Hatte ich schon einige, ja. Was machst du oder was würdest du tun, wenn deine Frau beispielsweise nicht gerne Blowjobs geben würde? Dann muss ich es hinnehmen. Dessen trennt man sich ja nicht, oder? Das ist ja kein Trennungsgrund. Guter Mann. Denke ich auch. Ja. Oh, bei dieser harten Frage haben manche Leute ganz schön geschluckt. Ja, Blowjob ja oder nein? Es scheint tatsächlich so zu sein, dass viele Frauen es sehr, sehr gerne mögen, manche aber auch gar nicht. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Schmutzig und Indiskret. Wenn ihr mich seht, bitte beantwortet meine Fragen, Freunde. Ist wichtig.